Mein Name ist Matthias Heinz. Meine Aufgabe bei FontOff ist die Leitung der IT-Infrastruktur. FontOff wurde damals als ErgoBag gegründet, ist also als Schulmarke, als Schulrucksackmarke gestartet. Und über die Zeit haben sich weitere Marken etabliert. Und durch den großen Anstieg an Mitarbeitern sind wir dann auch ins neue Gebäude, The Ship, eines der digitalsten Gebäude in Deutschland, umgezogen. Und hier sind wir jetzt seit 2019. Ein Teil der Unternehmensphilosophie ist auf jeden Fall das Zusammenarbeiten, das kreative Zusammenkommen und auch das Wohlbefinden eines jeden einzelnen Mitarbeiters. Und das haben wir auch versucht, im neuen Gebäude mit über 13.000 Quadratmetern wiederzubauen. Das heißt, wenn man hier anfängt oder wenn man hier hinkommt, soll man sich automatisch wohlfühlen. Man soll kreativ sein, man soll zusammenkommen und zusammenarbeiten und im besten Fall die besten Produkte und Ideen immer wieder neu einbringen und weiterentwickeln. Die Herausforderung bei der Auswahl der Medientechnik war zum einen Mobilität, die Integration von Office 365, intuitive Nutzung, Plug and Play, zielgruppengerechtes Design und Ergonomie. Wir haben uns für die Collaboration Boards von Sharp entschieden, weil sie uns die perfekte Integration in die Office 365-Welt bietet. Wir haben damit die Möglichkeit, zum einen über Teams Telefonkonferenzen abzuhalten, sei es mit unseren asiatischen Partnern, als auch für die Leute, die remote zu Hause arbeiten. Außerdem haben wir eine Whiteboard-Funktion, die uns in Workshops immer wieder hilft, Dinge zu entwickeln, weiterzuentwickeln und dann auch am Ende vom Tag zu digitalisieren. Das war unsere große Herausforderung und dabei hat uns unser Partner Skoll GmbH geholfen, die richtige Auswahl zu treffen. Für mich sehr schön zu sehen ist, wie die Boards sich mittlerweile in den einzelnen Abteilungen integriert haben. Wir haben da zum Beispiel die IT-Abteilung, die OneNote sehr, sehr stark nutzt. Wir haben aber auch eine Marketing-Abteilung, die das Board vielleicht ganz anders nutzt. Hier ist es vielleicht wichtig, sich im Austausch zu befinden, mit Agenturen zu sprechen. Aber auch hier bietet uns die Integration mit Office 365 einen schnellen Austausch. Schnell mal einen Link verschicken, einen Teamcall vereinbaren und man kommt zusammen. Oder das Produktmanagement. Hier wird sehr oft mit unseren Partnern in Asien gesprochen. Da haben wir die Möglichkeit, die Produkte mal in die Kamera zu halten, weiter Ideen zu entwickeln. Und das ist sehr, sehr schön zu sehen und macht auch sehr, sehr viel Spaß. Ein großer Painpoint in der IT sind ja immer die Integration von neuen Geräten. Und da waren wir echt überrascht. Also die Installation der Sharp-Geräte war wirklich smooth von der Hand. Es war einfach, es war schnell und zuverlässig. Und ich muss auch sagen, bis heute gab es eigentlich keine Ausfälle, in irgendeiner Form keine Reklamationen. Und wir konnten wirklich sehr, sehr schnell mit den Geräten starten und aber auch den Leuten beibringen, wie sie die Geräte eigentlich nutzen können. Das ist sehr, sehr selten und war auch sehr schön, mal mitzuerleben, dass Dinge halt einfach funktionieren können. Schlussendlich war das Feedback der Kollegen entscheidend. Und hier hat sich gezeigt, es war genau richtig, auf die Sharp Collaboration Boards zu setzen. Das positive Feedback zieht sich durch alle Abteilungen. Wir aus der IT sehen auch im täglichen Doing, wie die Geräte einfach genutzt werden. Sie verstauben nicht irgendwo in der Ecke, sondern werden wirklich jeden Tag aktiv genutzt und das auf den unterschiedlichsten Möglichkeiten. Mein persönliches Fazit: Es war genau die richtige Entscheidung, auf Sharp zu setzen.